So. Bin jetzt wieder mal ein wenig auf dem Schlauch. Ach, hier kann ich gar nichts mehr. Ja, was fehlt mir denn hier? Bin doch jetzt hier, ne? Ja, hier ist auch noch das Ausrufezeichen. Aktion verfügbar. Schneid doch mal was kaputt. Nicht? Dann gucken wir mal hier rein. Gehört hier nicht ein Ventilrad hin, mit dem man die Tür öffnen kann? Ja, eventuell. Ah, hier ist ein Schlüssel. Können wir jetzt ja die Kiste hier aufmachen und hoffentlich Verbandszeug, um die Cassandra zu retten, die erst ganz gemein zu uns war. Ah, nö. Wir können sie noch nicht retten, weil wir erstmal Sachen für das U-Boot hier bekommen. Au, hier drin fühle ich mich wie eine Sardine in der Büchse. Ich muss so schnell lesen, dass ich nicht hinterherkomme. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Sehr gut, damit können wir jetzt gleich Cassandra verarzten. U-Boot-Steuerung. Das U-Boot läuft nicht. Natürlich läuft es nicht. Da ist aber ein Sammelobjekt, das ich mir schnappen werde und wieder rausgehe. Und dann erstmal die liebe Cassandra verarzte. Thank you, Ian. We are on dangerous ground. There is a volcano near here that almost destroyed this land 20 years ago. I can feel a storm coming. The volcano is waking up. We must leave this place now. Oh, here, I found this. It may be useful to you. Vielen Dank, Ian. Ziemlich gefährliche Gegend. So nah an einem Vulkan, der dieses Land schon vor 20 Jahren fast vollkommen zerstört hat. Ein Sturm ist im Anmarsch, das spüre ich. Und der Vulkan erwacht zum Leben. Wir müssen weg hier, sofort. Oh, hier, das habe ich gefunden. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Jo, das kann ich gebrauchen, Cassandra. Vielen Dank dafür. Finde das andere Stück des U-Boots-Plans, das haben wir... Wo ist sie denn jetzt hin? Nimm ein rautenförmiges Stück auf und setze es an den vorgesehenen Platz. Halte dich an die Umrisse auf dem Papier. Ja, das kommt dahin. Wenn ich das nicht drehen muss, ist das meistens ja nicht so schlimm. So. Anscheinend kommt es da nicht hin. Nee, das kommt da auch nicht hin. Geh doch mal aus dem Weg hier. Kann ja gar nichts sehen. Die Musik auch gerade. Das kommt dahin. Ja. Das kommt dahin. Das dahin. Das da oben. Das passt da nicht hin, aber hier oben. Wo könnte das hin? Nee, da passt das überall nicht hin. Hier. Dort. Die gestrichelte Linie kommt auch dahin. Da ist noch ein bisschen gestrichelte Linie. So. So und geschafft. U-Boot-Plan. Da wollen wir das Ding mal in Gang setzen, wa? Es ist zerlegt. Keine Ahnung, wie man das Ding wieder... Ja, dann nimm doch den Plan. Huch, nein. Ah, ich wollte doch nicht Hinweis drücken. Shit. Ich wollte das drücken. Wähle zwei Knotenpunkte, um sie mit einem Kabel zu verbinden. Die Zahlen neben den Knotenpunkten geben an, wie viele... mit wie vielen Kabeln sie jeweils verbunden werden können.
Die einzelnen Knotenpunkte müssen nicht zwingend mit anderen verbunden werden. Du hast die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen, wenn alle Knotenpunkte leuchten. So. Shit. Nee, das geht nicht. So. Das geht auch nicht. Schwachsinn. So, das sind die oberen. Nein. So, das sind drei. So. Das habe ich mir wieder mal zu einfach vorgestellt. Das ist schwachsinnig, weil ich kann diese mit keinen verbinden, weil die alle nur eins haben. Wenn ich das hier mit irgendwie oben verbinden würde, wird das einfach keinen Sinn machen, weil es nicht klappt so. Das Ding ist, dass das so nicht sein kann. Nein! Oh, ist das nervig. So. Das macht ja dann schon mal Sinn. Oder auch nicht. Weil das kann ich einfach nicht damit verbinden. Eins, zwei, drei. Mach mal so. Der braucht 5 und ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. Wie soll ich denn da noch einen 5. anmachen? Ganz ehrlich. Das geht ja nicht. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. So. Aber wie kriege ich jetzt die beiden noch? Warte mal. So, sehr schön.
As the temple shook around us, I knew I had no choice but to trust Cassandra. We escaped danger just in time. Oh, nix wie weg. Oh, ein Buckelwal. Okay, natürlich kein Buckelwal. Ach du Heilige, wir sind ja ein Botaniker. Ja, das ist auf jeden Fall gerade back verschluckt. On dry land. But where? Na, schlüpfen wir wieder in die Rolle von Ellie, wa? Ellie, die alte Hauptstadt. Du übernimmst nun die Rolle von Ellie Wright. Der einzige Weg von diesem Strand scheint durch diese Dornengestrüpp zu führen. Ich frage mich, was oben da bei der Klippe wohl ist. Ja, auch hier sieht's schön aus. Hier können wir eigentlich noch ein bisschen verweilen, finde ich. Gucken wir nochmal ins Tablet. Kurze Bilderzusammenfassung. Und hier steht, was wir machen müssen. Oder wo wir noch was machen können. Hier ist mal den Sammelgegenstand. Und was haben wir hier? Kartenfragmente. 6 Stück brauchen wir. Ohne Rolle geht hier gar nichts. Mit dem richtigen Werkzeug gibt der Draht vielleicht nach. Gut, das war's. Was haben wir hier? Sandhügel. Hier hat jemand gegraben. Unmöglich, hier im Sand etwas ohne das richtige Werkzeug zu finden. Hier, wir haben doch noch Scherenkrabbe. Er scheint nicht besonders scharf darauf zu sein, im Sand den Sand umzugraben. Das ist aber schade. Das Metall ist leider zu hart für Krabiner. Ach, hat sogar einen Namen. Ruinen. Handschuhe. Ein zerstörtes Wandbild des Hauptstadtwappens. Hoffentlich sind Cassandras Wachen nicht hier. Ja, wenn du wüsstest, dass die jetzt auf einmal nett ist. Das Papier steckt fest mit dem richtigen Werkzeug. Ja, mit den Handschuhen. Mit Krabi. Nö, nö und nö. Das können wir jetzt mit den Handschuhen hier buddeln? Nö. Auch nicht. Schöne Dornen. Aber Krabina, hilft uns. Reben, der Pflanzensaft ist ganz schön glitschig. Ich rutsche ständig ab, dann benutzt doch die Handschuhe. Oh, eine Eidechse. Die kennen wir schon aus dem ersten Teil, nur da war sie ein Stückchen größer. Scheint hungrig zu sein, so wie er auf dem Seil herumkaut. Ja, netter Versuch, Krabina zu verfüttern. Finde ich auch. Gut, nehmen wir erstmal Sammelgegenstand mit. So. Oh, sieht doch richtig geil hier aus. Schön. Zum mediterranen Innenhof. Hört sich auch schon mal schön an. Hier ist wieder ein Tagebucheintrag. Und zwar hiervon. Hungrige Eidechse. Notiz. Sind immer auf der Suche nach etwas Essbarem. Bevorzugt pflanzliche Nahrung. Okay, pflanzliche Nahrung. Echter Eibisch. Tief in der Erde verwurzelt. Hier kriege ich nicht so einfach raus. Aber ich soll hier noch was machen, oder? Ja. Ich finde jetzt hier aber auf den ersten Blick nichts mehr. Denn da immer noch? Ach hier. Echter Eibisch. Notiz, ihre Wurzeln haben eine besondere Heilkraft. Gehen wir erstmal weiter. Schick, schick. Verschlossen. Nein. Wieso das denn schon wieder? So, wo ist der Sammelgegenstand? Da. Zum Flugzeughaus. Fight through the pain, Cracker. We're almost home. Look, someone's there. Hello there, miss. Hope you don't mind, but do you think you can lend me a hand? My buddy Cracker is hurt and I can't leave her. Could you perhaps hand me that book over there? Hallo? Entschuldigen Sie. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir zu helfen? Mein Kumpel Cracker ist verletzt. Ich kann ihn nicht zurücklassen. Könnten Sie mir bitte das Buch da drüben reichen? Could you perhaps... Welches Buch? Buch,
Ja, ach, immer dieses Ausrufezeichen. Buch? Wo ist denn hier ein Buch? Ja, das ist schön. Ein seltsames Teil, um das Kartenfragment auf seinem Platz zu halten. Ich wüsste etwas Besseres damit anzufangen. Dafür brauche ich ein Seil. Ja, das hat ja noch dieser komische Leguan-Eidechsen-Ding. Zebron. Weiß Sullivan eigentlich, dass ein mürrischer Zebron den Weg nach oben versperrt? Ach, weißt du was? Erstmal ein Wimmelbild. Mein Name ist AC Sullivan. Ich bin mit dem Flugzeug von der Erde hierher geflogen. Erde, ach so. Ja, vielleicht sollte ich auch einfach mal gucken, was da markiert ist. Ich war dort sehr bekannt, müssen Sie wissen. Wir waren die Helden, die durch die Lüfte fliegen. Wenn wir nicht in der Luft waren, haben meine Kumpels und ich uns die Zeit mit diesem Mathematikspiel vertrieben. Das. Ich habe säckeweise Fanpost und Briefe bekommen. Die ganzen Briefmarken. Ich werde niemals müde, sie zu sammeln. Meine letzte Erinnerung an die Erde ist, dass ich ins Auge eines Sturms geflogen bin. Gut, dass ich damals bessere Augen hatte. Sonst wäre es garantiert abgestürzt. Bessere Augen. Gestrandet und alleine habe ich die Tage damit verbracht, hübsche Dinge im Sand zu sammeln. Und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, ob ich wohl je gefunden werde. Als ich dann Cracker getroffen habe, fühlte ich mich nicht mehr so einsam. Er ist so ein kluger Vogel. Wir sind sofort die besten Freunde geworden. Die Zeit war auch etwas, an das ich mich gewöhnen musste. Stunden, selbst Minuten fühlten sich an diesem Ort wie eine Ewigkeit an. Wenn doch nur meine Aufzeichnungen wieder auftauchen würden. Ohne die vergesse ich alles. Sehr schön. Erhalten Sullivans Auszeichnungen.